Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, was wir von einem Rare-Mob erhalten können. Und zwar befindet er sich gerade schon vor mir. Der Rare schimpft sich Nerissa Herzlos. Das ist eine Dame, die sich hier in Maldraxxus befindet. Und zwar hier oben auf den Koordinaten 65, 34. Wenn ihr dort mit einem Lodestar hinlauft, seht ihr, dass die ganzen Mobs Totenkopf sind. Die sind nämlich Stufe 60. Nichtsdestotrotz könnt ihr auch von einem Rare-Mob, der auf die Maximalstufe ist und bei einem Lodestar nicht als Rare-Mob angezeigt wird, dieses Mount bekommen. Ich habe jetzt extra mit X-Chars hier gefarmt und ihr seht, ich habe das Mount mit einem Level 50 Char in der Kiste. Ich habe weder den Schlund gespielt noch irgendwas anderes hier gemacht. Ich habe nicht mal die Bonusfähigkeiten, weil ich einfach den Char direkt von Bralos hergeportet habe über den Instanzport mit zwei anderen Spielern. Die haben mich rangeportet, habe jetzt mit X-Chars hier den Boss abgefarmt und ich weiß nicht, bei dem wievielten Try ich das jetzt bekommen habe, auf jeden Fall einige dieses Mount rausgezogen. Heißt, wir können festhalten, bei dem Ra gibt es das Mount definitiv auch mit Low Char. Ihr könnt mit einem Char, der noch nichts in Shadowlands sonst gemacht habt, die Mounts farmen. Und das gilt wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal, nicht nur für den Ra, sondern für einige andere Rares, die hier Mounts, Toys, Pets und andere Sachen droppen. Die werden euch nicht als Rares angezeigt, aber anscheinend können diese trotzdem einmal pro Woche looten. Wenn ihr mit draufhaut, alleine werdet ihr euch schwer tun, weil wie gesagt, diesen Totenkopf verliert ihr. Was für eine Drop-Chance hat sie? Ich habe jetzt mal auf WoW Head geguckt, da wird etwa so um die 1% Dropchance angegeben, heißt nicht sonderlich hoch. Ich würde sagen, wir lernen das Mount einmal und gucken es uns an. Und zwar Blutstachel schimpft sich das Ganze. Ach ja, richtig, ich muss Stufe 60 sein. Genau, da war ja was. Und dann können wir uns das Mount tatsächlich nur hier einmal im Journal anschauen. Und dementsprechend muss ich diesen scheiß Char jetzt hochleveln. Ah, ich freue mich. Blutstachel. Vielleicht fixt Blizzard das ja noch und man kann die Mounts dann auch lernen, selbst wenn man sie quasi, wenn man hier noch Stufe 50 ist. Ich habe das schon bei anderen Mounts gehört, die Leute bekommen haben auf einer Low-Level-Geschichte, dass sie dann erst auf Stufe 60 das lernen konnten. Also, hier ist der schicke oder mehr oder minder schicke Eber. Blutstachel schimpft sich das Viech und ihr seht, von Nerissa herzlos droppt das Ganze. Gut, das war es jetzt soweit mit dem Video. Wie gesagt, wichtige Info, wenn ihr alle möglichen Mounts in Shadowlands farmen wollt, jetzt habt ihr hier den Beweis, ihr könnt es mit einem Loadshar machen. Müsst ihr halt überlegen, ob ihr da Bock drauf habt, denn ihr müsst die Chars, wie ihr seht, dann dennoch hochspielen, aber habt da halt ein bisschen mehr Chancen jetzt an der Stelle. Gut, ich verabschiede mich, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.